Philipp Fankhauser deutlicher Heimsieg im Spiel 3 und damit die Führung in der Playoff-Serie mit 2-1. Im ersten Drittel hat es aber noch nicht nach einem deutlichen Heimsieg ausgesehen. Hat man dort noch ein bisschen aus den alten Spielen zu kämpfen gehabt? Ja, es war recht ähnlich gewesen wie im Spiel 1 und 2. Ja, wir waren hinter noch nicht ganz so sattelfest, haben zum Teil blöde Fehler gemacht. Und vorne nicht mit dieser Durchschlagskraft gespielt, wie dann vielleicht in Drittel 2 und 3. Je länger das Spiel ist gegangen, je mehr mal offensiv Akzent setzen können. Auch der Spieler, der bei den ersten zwei Spielen auch noch etwas zu beissen hatte mit der harten Jets-Abwehr. Wie gut tut das jetzt auch für das nächste Spiel am kommenden Samstag in Kloten? Ja, grundsätzlich tut es sicher jedem gut, der ein Goal kann schiessen kann. Und ja, von dem her ist es sicher gut, dass wir heute ein paar Goal können machen können. Und der andere wäre, ja, weiss jeder selber genau, dass es nicht mehr als ein Punkt ist, dass 2-1 steht und dass es am Samstag weitergeht. Jetzt Zeit mit so einem Wochentagsspiel zum Erholen und auch wieder aufs nächste Spiel vorbereitet, ist relativ kurz. So, wie mir bekannt ist, habt ihr ein Training. Was macht man in so einem Training bis dann zum nächsten Spiel? Ja, es ist schon so. 5 Spiele in der Woche ist sicher intensiv und darum wird sicher morgen im Training die Regeneration ziemlich weit vorne stehen. Taktische Sachen anschauen, was man noch verbessern kann. Und einfach, ja, vor allem in diesem Bereich sich vorbereiten aufs nächste Spiel. Wir wünschen mir in diesem Fall gute Regeneration und viel Erfolg im kommenden Wochenende. Vielen Dank.